Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4 mit mir, dem Mats. In der letzten Folge sind wir nach Diamond City aufgebrochen und haben übelst auf die Fresse bekommen, mal wieder. Neue Waffe gekauft, eine neue Kampfflinte. Aber die Viecher ziehen uns momentan mehr Schaden, als mir lieb ist. Und jetzt sind wir in Diamond City angekommen und werden da mal mit der Reporterin reden, die nicht reinkommt anscheinend. Person ist beschäftigt. Du da. Du willst doch nach Diamond City, oder? Nein, ich tu nur so. Ja, wir wollen rein. Ich bin zwar gerade erst hier angekommen, aber... ja. Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lappen gegangen sind? Gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Klingt gut. Dann mal los. Ein weiterer wunderbarer Tag in Diamond City. Diamond City. Wow. Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. Ich war werde das eine damit offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Ja, Zeitung. Ich meine, eine Opposition ist immer wichtig. Ich meine, gut, sie kann auch übelst behindert sein und also jetzt nicht körperlich oder geistig oder behindert so, ne? Aber sie können halt eventuell wichtigere Sachen. Steh da nicht so mit offenem Mund rum. Sag endlich was. Boah, ja, aber ja, ich unterstütze ja Pressefreiheit. Presse und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Warum habt ihr überhaupt Streit? Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also bist du aus einem bestimmten Grund in unsere Stadt gekommen? Ja, wir suchen nach einer vermissten Person, unserem Sohn. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Mein Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Moment. Dein Sohn ist verschwunden? Ah, hast du das gehört, McDonough? Was wird die Diamond City Sicherheit tun, um diesem Mann zu helfen, hä? Das ist ja nicht der erste Fall, dass eine Person verschwunden ist. Und jetzt wurde ein kleines Kind entführt. Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Ja, dann frage ich doch mal direkt, wer kann mir denn helfen, Mann? Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für weitere Fragen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen, aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Das riecht nach einer neuen Quest für uns. Begonnen, die Story des Jahrhunderts. Ja, ja. Dann gucken wir erstmal drinnen uns etwas um. Wir werden ein paar Quests machen.
auch nicht direkt gleich mit der Hauptquest weitermachen. Ich möchte erstmal mich ein bisschen umgucken und so. Mal gucken, was für spannende Quests vielleicht eventuell auf uns hier warten. Oder skurrile Gestalten oder was auch immer. Wir werden uns erstmal ein bisschen umhören und umschauen. Und uns vor allen Dingen erstmal ein bisschen ausstatten. Diamond City. Wow. Sieht ja schon geil aus. Also haben sie geil gemacht hier so den Stadion, also das im Stadion einfach eine Stadt aufzubauen. Ist eigentlich eine clevere Idee. Ja. Ruhe Handy, ich bin auch am Aufnehmen. So, wer bist du denn? Hey Kumpel. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Ja, danke. Danke, schätze ich. Das ist kein Witz. Das Institut entführt Leute. Du solltest dich besser informieren, wenn du länger hier bleiben willst. Na gut. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäf. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Ich bin hierher gekommen, weil ich jemanden suche. Lass mich raten. Dieser jemand ist verschwunden, stimmt's? Ich hab's dir doch gesagt. Und wen suchst du? Ich suche nach Sean. Er ist mein Sohn. Nicht mal ein Jahr alt. Du hast einen Sohn, Mister? Mann, du bist echt alt. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat. Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Ja, aber... Was macht denn das Institut, dass alle so viel Angst haben? Du meinst, abgesehen davon, dass sie Sins herstellen und Leute mit ihnen ersetzen? Oh. Oder dass sie sich im Verborgenen halten und niemand weiß, wie man an sie rankommt? Jeder in der Stadt hat Angst, dass er ausgetauscht wird. Oder dass jemand, den er kennt, schon ausgetauscht wurde. Also erwarte nicht, dass sich die Leute hier darum reißen, dir zu helfen. Was sind Sins? Das Institut stellt sie schon seit Jahren her. Die Alten sahen recht menschlich aus, aber man konnte noch erkennen, dass es Roboter sind. Von denen gibt es einige im Commonwealth. Ich habe gehört, dass sie ganze Siedlungen auslöschen und die Überreste Gott weiß wohin schleppen. Aber die eigentliche Gefahr sind die neueren Modelle. Sins aus echtem Fleisch und Blut, mit Eingeweiden und allem drum und dran. Eieieiei. Ja, was ist noch Maschine und was ist Mensch? Du bist doch ziemlich schlau. Gibt es nicht irgendwen in der Stadt, der keine Angst vor dem Institut hat? Naja, es gibt da den Detektiv, Mr. Valentine. Er hat vor nichts und niemandem Angst. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Der gute alte Walle. Was weißt du noch über diesen Mr. Valentine? Ich weiß, dass alle Erwachsenen, die dorthin gehen, das niemals zugeben würden. Ist das nicht mal wieder typisch? Den Leuten, die einem am meisten helfen, dankt es mal wieder niemand. Nee, natürlich nicht. Danke. Du warst mir eine große Hilfe. Denk daran, das Institut ist da draußen. Pass auf dich auf. Piper, du bist zurück! Okay, scheint irgendwie ihre Schwester oder Tochter zu sein. Ja. Hey, Kleine. Wie verkauft sich die Zeitung so? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Jeder kluge Kopf liest die Public Occurrences. Und dann braucht den Markt entdeckt. Ich weiß nicht, warum wir da oben was freistellen und hier unten, aber... Okay, da ist ein Friseur. Wenn irgendwer in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann sein Sekretär. Schande. Netzstabur. Hier könnten Drogen verkauft werden. Schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es. Malinche Maske. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Was willst nicht. Du damit sagen? Malinche Maske. Geil. Was? Nochmal. Was willst du damit sagen? Malinche Maske. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das heißt. Also ich weiß es leider nicht. Ich kann kein Japanisch. Ja. Aha. Okay, warum auch immer ich... Hab ich... Okay, ist anscheinend der Nudelkoch hier. Das war so völlig überraschend. So, geil. So,
Nee, ich wollte auf Daten gehen. Wir haben nämlich gerade Triff Abbott bei der Mauer. Das können wir erstmal wegmachen. Obwohl, das können wir auch nicht machen. Hier scheinen Marktstände zu sein. Wir haben immer geöffnet. Warum hängt da eine Kreuzspanne? Andere Läden haben vielleicht geschlossen. Aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Yay! Was verkaufst du denn? Was verkaufst du hier? Alles, Sir. Miss Myrna beschafft die ausgefallensten Waren von bester Qualität aus dem gesamten Commonwealth. Wir kaufen auch nicht mehr benötigte Gegenstände an, die sie mit sich führen. Und wir haben rund um die Uhr geöffnet. Also rund um die Uhr geöffnet haben ist immer gut. Der Rest klingt 0815. Klar, ich schaue es mir an. Oh, wunderbar. Aber wir wollen ja ein bisschen Stuff holen. Ach ja, noch 6. Und vielleicht haben die was. Nö, so Waffen haben die nichts. Ödländerbrustteil. Schlechter. Ja. Noch 900 Kronkorken am Start. Ärgerlich, aber. Hier ist so eine Power-Rüstungsgestell. Oder ist da eins noch eins? Da scheint Fleisch verkauft zu werden, ne? Ja, sieht so aus. Kaum zu glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout Inn kaufen sollte, und das ist der Schnaps. Ich muss auch mal was essen. Was erwartest du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist am Nudelstand. Okay, das scheint anscheinend eine Bar zu sein. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Oh, nö. Da gehen wir bestimmt mal rein. Haus. Train Center. Was ist das denn? Erstmal gucken. Professor, ich habe eine neue Theorie, wie das Institut die Synths herstellt. Oh nein. Wir haben dieses Gesprächsthema nach dem letzten Mal doch zum Tabu erklärt. Weißt du nicht mehr? Das Geschrei. Ich, wie ich 3 Nächte auf dem kalten Boden im Labor geschlafen habe? Das war deine Entscheidung. Und mal ganz im Ernst. Synths, die aus dem Boden wachsen und aus neu zusammengesetzten pflanzlichen Zellkernen bestehen? Ich meine, wie sollten sie? Aha. Du willst also doch drüber reden. Ah, oh, sieh mal. Wir haben einen Besucher. Dr. Duff, könntest du sie beschäftigen, während ich vor diesem Gespräch flüchte? Hallo. Bist du wegen des heutigen kostenlosen Biologieunterrichts hier? Biologieunterricht? What? Biologieunterricht? Ganz genau. Meistens sind die Kinder aus der Schule als erstes hier. Aber ich wüsste nicht, wieso ich den Unterricht nicht auch mit dir beginnen könnte. Wir alle sprechen von Strahlung, als gäbe es nur eine Art Strahlung. Aber es ist eigentlich ein Begriff, der für verschiedene Arten von ionisierender Strahlung verwendet wird. Es gibt Röntgenstrahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung. Aber um welche Strahlung müssen wir uns die meisten Sorgen machen? Welche Strahlung wird mit den alten Bomben von vor 200 Jahren in Verbindung gebracht? Na, wisst ihr es, Kinder? Natürlich Gammastrahlung. Gammastrahlung? Ganz genau. Gammastrahlung ist gefährlich. Boah, bin ich clever. Sehr gefährlich. Wenn dein Körper zu viel davon abbekommt, leidest du an Erschöpfungserscheinungen und Anämie. Nee. Du kannst sogar davon sterben. Aber einige Lebensformen leben seit 2 Jahrhunderten mit der Gammastrahlung und haben sich daran angepasst. Cool, oder? Ja, total cool. Es greift mich an. Es mutiert. Ja, so total cool. Was hat sich denn genau angepasst? Wir haben ja schon ein paar Formen gesehen. Was für Sachen haben sich an die Strahlung angepasst? Oh, das ist die perfekte Überleitung für den praktischen Teil des Unterrichts in Form einer Exkursion. Bist du bereit? Exkursion? Oh, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin dabei. Du sollst da draußen eine Blähfliegendrüse beschaffen. Weißt du, die riesige Blähfliege von heute hat sich aus einer viel kleineren Fliegenart entwickelt. Durch die Anpassung an die Radioaktivität hat die Fliege eine Drüse gebildet, dank der sie trotz ihrer Größe schnell und geschickt manövrieren kann. Also, was sagst du? Bist du bereit, dir eine zu schnappen und zu sezieren? Wenn ihr gerade mein Gesicht gesehen hättet, eine Blähfliege. Ja. Eine Blähfliegendrüse beschaffen. Verstanden. Denk dran, ich brauche eine intakte Drüse.
Oh, und kau da nicht drauf rum. Einer meiner Schüler ist davon richtig krank geworden, weil er diesen Fehler gemacht hat. Ja. Da kau ich auch genau drauf rum. Total geil. Bin ich Fan von. Mach ich auf jeden Fall. Gucken wir uns mal weiter um. Es gibt hier bestimmt viel zu entdecken noch. Ah, das ist Radio, was ich nie anhabe. Aus Angst vor GEMA-rechtlichen geschützten Titeln oder so. Ich weiß nicht, wie sie sich damit verhält. Weil, ich meine, die Titel sind übertrieben alt. Ich glaube aus den 50ern, 60ern. Das sind ja auch schon 50 Jahre her. Könnt ihr mal sonst in die Kommentare schreiben, wenn ihr da genau ist, weil ich weiß, ich werde mich mal informieren, weil die Musik eigentlich immer sehr, sehr stimmungsvoll von Fallout ist. Was hab ich dir denn gesagt, Shane? Das Wasser im See muss sauber bleiben. Zwing mich nicht, deinen kleinen Stand zu schließen. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist hundertprozentig rein. Warum wird ein aufrechter Geschäftsmann wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert? Das ist gesundheitsgefährdend, Shane. Das ist gewinngefährdend, das sage ich dir. Ich verwalte das Wasser. Und das, ohne dass ihr euch einmischt. Danke vielmals. Oh, läuft bei dem Kleinen ziemlich erwachsen. Hier gibt's nichts zu sehen. Hallo. Ich kann gerade nicht reden. Ein andermal. Ja, pff. Do whatever you want. Ist mir völlig Latz. Ich will dann bestimmt nur Wasser verkaufen. Manchmal muss man sich echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Das Institut muss doch Feinde haben, oder? Was? Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Nee, ich habe das von einem Cousin gehört. Er kennt jemanden, der für die arbeitet. Die haben eine Parole und so weiter. Folge dem Freedom Trail. Was zur Hölle soll das denn heißen? Du redest nur Müll. Und wenn du so weitermachst, hol dich noch ein Zins. Okay. Was ist denn hier los? Huch. Keine Bewegung, Zünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Zünd. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter! Sofort! Er ist ein Zünd! Er wird uns alle töten! Geil! Nein! Oh. Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sins in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia. Danke. Eieieiei. Muss mal fragen, was hier los war, ey. Hey. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Du bist jetzt in Sicherheit. Darauf kommt es an. Ich bin kein Zünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Zurücktreten, Plünderer! Ich verstehe, Officer. Ich wollte nur wissen, was passiert ist. Hörst du schlecht? Ich sagte verschwinden. Was steht da drum? Kümmert euch endlich um euren eigenen Scheiß. Staatsgewalt! Okay, dann werden wir mal zu Piper reingehen. Und uns dann mal irgendwie nochmal ein Zimmer suchen oder so. Mal gucken, weil wir müssen ja mal pennen. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Warum Blue? Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist? Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Aha. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich passe auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Ich glaube, das haben wir schon mittlerweile. Ja, okay. Gehen wir das Interview, spielen wir mit. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Verschlafen. Ja. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Würde ich mal sagen? Ja. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben?
Lustig, Sterne zu zerstören. Ja, das ist es in der Tat, aber ich meine, immerhin ist die Menschheit nicht komplett untergegangen. Ich meine, das Letzte, was wir gesehen haben, ist die große Atombombe, wie alles den Bach runterging, und dennoch lebt die Menschheit irgendwie. Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Ich weiß ja bereits, dass du deinen Sohn Sean suchst. Glaubst du, das Institut steckt hinter seiner Entführung? Ja, könnte sein, aber wir wissen es halt nicht genau. Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Rache nehmen. Ja, viel wichtiger noch. Ja, nicht die Hoffnung verlieren. Ne? Das klingt ultra klischeehaft. Ultra. Ja, eigentlich muss man immer weitermachen. Steh da nicht so mit auf. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Piper ist bereit, dich zu begleiten. Ja, guck mal, da haben wir easy XP bekommen. Ne? Also. Ching, 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 ching. So. Aber das war's. Angeblich soll irgendwas Übles im Museum der Hexerei nahe Salem abgegangen sein. Warum will da überhaupt jemand hin? Das Ding ist doch schon ewig verlassen. Sprech mich nicht dumm von der Seite an! Gut, alles klar, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn es jetzt mal ein bisschen weniger Action gab und es hauptsächlich jetzt Erkunden der Stadt war. Aber ich meine, hier gibt es genug zu tun. Wir werden viel zu tun haben, viele Quests erledigen müssen, kleine Mini-Aufgaben machen, uns um die täglichen Probleme kümmern. Jeder. Komm, trete näher. Und einen Haarschnitt werden wir uns holen. Nein, Spaß. Wir brauchen keinen Haarschnitt. Gut, alles klar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.